So, liebe Freunde, willkommen zurück zum Politik Simulator 4 und wir legen mal direkt weiter hier los. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Aufstand hier bald beendet ist. In der Woche passiert nicht viel, ist auch schon August. Ist ja gerade Urlaubszeit, ne? Ah, hier unser... Das Ziel ist eingetroffen. Sehr schön. Rund um die Uhr unter Überwachung. Die Daten, die unsere Agenten gesammelt haben, werden regelmäßig erneuert. Und ein zusammengefasster Bericht kann jetzt von Ihnen eingesehen werden. Viel Spaß beim Lesen. Den werden wir haben. Das ist unser anderer Komiker, der uns da auch so ein bisschen an die Kantare wollte. Guck mal, Geheimdienst. Innen. So. Zurzeit nicht höchstens schwer krank. Verlauf der Untersuchung einfach. Ziel ist sorglos. Ja gut, bringt uns das irgendwas? Kein Skandal bekannt. Gut, da müssen wir halt einfach noch ein bisschen warten. Ja. Er ist schwer krank, aber lass mal einfach mal laufen. Vielleicht finden wir noch was raus. Die Zeitung. Gucken wir mal rein. Ja, hier werden wir wieder mal gelobt. Ich weiß nicht, wir werden immer so viel gelobt, aber eigentlich gibt es da noch gar keinen Grund, uns zu loben. Ansonsten haben wir jetzt nichts auffällig Wichtiges. Das ist wieder international. Können wir später mal einen Schwerpunkt drauflegen. Gut, machen wir die nächste Woche. Und auch da passiert nicht viel. Gut, ist nicht viel passiert. Allerdings 67% Beliebtheit. Das ist schon okay. So. Da, das ist dieser Humorist wieder. Das ist egal. Den kriegen wir schon noch. Oh, Explosion in einer Bibliothek in Stuttgart, 3 Tote. Nicht schön. Ansonsten... Ja, genau, ne, das ist so wie das Populistische. Das lassen wir auch mal. 10.000 Tote durch Wald. Ne, Schaden ist das. Okay, ich dachte schon Tote. Das wäre natürlich auch heftig. So. Hier wird es auch nicht besser. Dann gucken wir mal die Bevölkerung rein. Die Zahlen werden noch nicht wirklich besser. Ja gut, was soll auch jetzt besser werden auf die Schnelle? Das ist natürlich auch klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht. Warum Bevölkerungswachstum ins Prozent? 0,10, 0,3. Ansonsten. Arbeit. Arbeitslosenquote wird immer höher. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin gerade am Überlegen, ich bin gerade ein bisschen stiller. Bekämpfung der Kinderarbeit hat aber jetzt nicht wirklich was damit zu tun. Das können wir ruhig hochsetzen. Eingliederung von Behinderten. Ja, gut. Das wird da jetzt die Arbeitslosenzahl nicht so hoch treiben. Für die Jüngeren, für die Älteren und die Arbeitsagentur. Das wären 1,3 Milliarden. Ich muss aber ehrlich sein, ich würde das gerne investieren, weil wir kriegen diesen Trend hier irgendwie nicht wirklich gestoppt mit der Arbeitslosenquote, obwohl die Wirtschaft ein Wachstum hat. Das heißt, ich sehe eigentlich nur noch die Möglichkeit, zusätzlich zu den Entlastungen der Arbeitgeber mit den Sozialabgaben, was wir gesenkt haben, hier 1,3 Milliarden in die Hand zu nehmen, auch wenn das unser Defizit nach unten treibt. Oder eigentlich nach oben, in dem Fall unser Defizit. Mal rein logisch gesprochen. Also wenn man das jetzt mal so durchspricht.
die Wirtschaft wächst, aber die Arbeitslosenzahlen gehen noch nicht runter. Wir tun jetzt hier was für die Jugendlichen, das ist immer fast auf voll, also mehr geht dann fast nicht. Das kann eigentlich, das muss da irgendwas bewirken. Für die Beschäftigung von Älteren, ja. Aber das macht nicht so den Kohl fett. Das sollte man auch mitnehmen. Die Arbeitsagentur sollte man hochpushen, auch wenn das der größte Posten ist. Aber wir müssen da ja irgendwas tun. In welcher Form das jetzt auch immer hier war, warum das so viel kostet, kann ich nicht sagen. Aber ich nehme mal davon an, dass es wirklich hier um die Vermittlung geht. Ne? Dass Stellen ausgeschrieben werden, dass die Leute, dass den Leuten geholfen wird, in Arbeit zu kommen. Die Kontrolle von Arbeitslosen ist wieder so ein Punkt, wo ich nicht weiß, bringt das auch wieder irgendwas. Ne? Bekämpfung der Kinderarbeit finde ich moralisch schon wichtig und kostet jetzt auch nicht viel. Können wir eigentlich voll machen. Und die Eingliederung von Behinderten, glaube ich, würde jetzt nicht so viel, es ist schon auf relativ viel, und würde jetzt an der Arbeitslosenquote nichts, meiner Meinung nach, nicht so viel ändern. Das ist natürlich auch ein Punkt, den sollte man nicht außen Auge lassen, völlig klar. Aber der Schwerpunkt an sich sollte erstmal sein, die Leute in Arbeit zu bringen. Denn je mehr Leute arbeiten, desto mehr Leute verdienen besseres Geld, desto mehr Steuern bekommen wir auch durch die Sozialabgaben, desto mehr wird auch gekauft, desto mehr Mehrwertsteuer kommt rein, desto mehr wird die Wirtschaft wieder gepusht und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich das mal vom Kreislauf gesprochen her am logischsten. Und 1,3 Milliarden ist eine Menge, ist verdammt viel. Aber ich denke, es ist fast das Einzige, was wir machen können, um diesen Trend hier aufzuhalten, die Arbeitslosenquote. Gesetzgebung sehe ich hier nichts wirklich. Wöchentliche Arbeitszeiten ist auch okay. Ja, hier runtergehen, glaube ich, würde uns ein bisschen Schwierigkeiten bringen. Aber so ein Geld ist jetzt nicht so hoch. Wenn wir das auf 40 senken würden. Es würde natürlich uns was bringen. Wären immer noch 61% dafür. Wir könnten das ein bisschen senken. Ich finde das extrem viel. Also sorry. Wären immer noch 58% dafür. Das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, 35, das ist fast immer noch drei Jahre. Also wie könnten wir das vielleicht... Oder wir machen das so, wir tun die Milliarde hier einsparen, die wir investieren. Das wäre sogar... Also wir würden es durchbekommen. Mit 52%. Noch gerade so. Und die Milliarde, die wir hier einsparen, hätten wir investiert in die Betreuung der Arbeitslosen. Ich finde, das machen wir. Es wird uns Beliebtheit kosten. Dessen bin ich mir bewusst, aber ganz ehrlich, so lange Unterstützung vom Staat. 12 Monate sind sie in Deutschland, bis man dann in die Sozialhilfe rutscht, ist okay. In 12 Monaten kann man einen neuen Job finden. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Qualifikation man hat. Aber man kann in 12 Monaten einen Job finden. Und 12 Monate sollte auch jemand unterstützt werden, der wirklich lang gearbeitet hat und der auch wirklich was getan hat und Beiträge bezahlt hat, ist okay. Aber wie es hier war, über 40, 45 Monate, fast 4 Jahre, auch wenn es hier 50% nur sind, in Deutschland sind es, weiß ich, das sind ein paar 62% oder 64%, aber über 3 Jahre eine Hilfe zu zahlen, man kann schon schneller einen Job finden. 86%. Finde ich schon, dass das angemessen ist. Und die Milliarde, die wir da jetzt gespart haben, an der Dauer der Arbeitslosenzahlungen, haben wir jetzt auch mit 1,3 Milliarden wieder investiert in die Betreuung der Arbeitslosen. Ich denke, das ist, ist denke ich mal, eine gute Investition. Ja, ich glaube, das ist okay so. Ja, unsere starke Popularität, die kann natürlich wieder nach unten gehen. Das wissen wir.
Wir haben unvergessliche Emotionen durchlebt, als wir diesen Spitzensportlern dabei zusehen durften, wie sie die Werte des Sports erhoben. Ich muss zugeben, dass wir dieses olympische Kapitel in einiger Traurigkeit und Ergriffenheit schließen. Und ich wünsche jenen, die mit der Organisation der kommenden Spiele betraut wurden, so viel Freude, wie wir sie erleben durften. Ja, schön. Gucken wir mal rein, warum wir jetzt so viel Beliebtheit haben. Aha, genau, da haben wir es ja schon. Weil wir so viel investiert haben in die Arbeitslosen, Beamten, öffentliche Finanzen, logisch, aber Beschäftigung nach oben, Familie nach oben, Jugendliche nach oben, das hat uns jetzt einen guten Push auch gegeben. Wird natürlich wieder runtergehen, wenn das Gesetz dann durchgeht. Wir können ja mal reinschauen ins Parlament, wann das Gesetz dann entsprechend abgestimmt wird. Am 22. Ne, am 1.9., sorry. Am 1.9. Jetzt sind es inzwischen auch wieder 54%. Okay. Olympische Spiele in Rio de Janeiro, gute Vorstellung. Okay. Auf 35, ja. Direkt hinter Schweden. Ja, schön. wo man es allerdings sagen muss, entschuldigt. Aber Schweden ist jetzt nicht bekannt für gute Athleten in der Sommerolympiade. Sondern die Schweden sind eher stark bei den Winterolympiaden. Ne? Ist ja klar, Skandinavien, die haben ja Schnee. Das ist denen ihre Stärke. Und Griechenland ist ein Land, das hat es eher mit der Sommerolympiade. Ja, woher kommt Olympia? Na, klar, Griechenland. Und wenn man dann direkt hinter Schweden sich einordnet, ja, gute Vorstellung, okay, aber ist okay, ja, kann man so lassen. Insgesamt ist es okay, man ist zufrieden. Wenn alle zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Was willst du halt machen? Netz Russland, zwei Agenten verhaftet. Unser Netzwerk wurde teilweise lahmgelegt. Die Agenten wurden festgenommen oder getötet, ja. Mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ist es schwer zu sagen, was dort passiert ist. Aber die Dichtungstheorie lässt mich vermuten, dass wir bis zu einer Stärke zwischen 12,7 und 23,8 einen Verräter haben. Dichtungstheorie. Oh, das sowas doch, sagt sowas nicht eurem Vorgesetzten über eine Dichtungstheorie. Wenn er irgendwelche Anweisungen oder euch irgendwas an den Kopf knallt, kommt nicht mit der Dichtungstheorie. Oh je, alles klar. Nicht schön. Hier Zeitung, komm. Ja. Jetzt habe ich die Zeitung weggeklickt. Da, hier ist sie noch. Okay. Hier werden wir mal wieder gelobt. Ich weiß nicht, wie oft wir hier noch gelobt werden von den Vereinten Nationen. Ne, ist jetzt der Internationale Währungsfonds, der uns hier wieder mal lobt. Ja. Den werden wir anscheinend noch nicht los. Wir können ja nochmal in den Geheimdienst reinschauen. Nee, der hat keinen Dreck am Stecken. Aber wir können ihn ja auch mal einladen. Mal gucken, ob er vielleicht gewillt ist, unsere Politik ein bisschen wohlwollender zu besprechen. So, jetzt müsste eigentlich hier gleich das Gesetz kommen. Hier ist das Treffen. Gerne, schwarz und stark bitte. Mit Vergnügen. Das nennt man Empfangen. Gut, dann ist er Fully. Dann nein, lobt man. Nein, ja. Das wollen wir uns nicht anhören. Wir können ihn hier leider nicht dafür kritisieren, dass der uns... Ja, eine gute Idee. Ich tue mein Bestes. Ich bedauere, aber wir haben ein paar Meinungs... Okay, das macht er nicht. Ja gut, man kann ihn ja leider nicht so quasi zur Ordnung rufen. Das hätte ich jetzt mir gehofft, dass wir sagen können, ja, soll mit diesen Späßchen aufhören. Ich weiß nicht, was jetzt bringt, Schmiergeld anbieten. Noch etwas genauer, bitte. An welche Summe denken Sie da? Ja, danke. Glauben Sie, ich werde die kleine Geste nicht vergessen. Gut. Weiß ich jetzt nicht, ob das was gebracht hat. Lassen wir uns mal überraschen. Gut, Gesetz gebilligt. Und das hat uns auch weniger Beliebtheit gekostet. Bin ich gerade jetzt selbst
überrascht. Doch, jetzt geht's nach unten. Die Abstimmung hat stattgefunden und das Gesetz ist verabschiedet. Aber trotz alledem hätte ich gedacht, dass das Gesetz gebilligt. Okay, Presseerklärung. Da kommt wahrscheinlich was. Aber insgesamt hätte ich jetzt gedacht, das geht stärker nach unten. Dass wir wieder so bei etwa 60%, 65% landen. Aber das ist insgesamt. Ist das okay? So, die Paralympischen Spiele. Die Behinderung rückt bei der Leistung jener Athleten, die wir heute hier begrüßen, vollkommen in den Hintergrund. Jeder einzelne von ihnen möchte etwas erreichen, das über allem anderen steht: die unglaublichsten Rekorde zu brechen. Lasst sie uns anfeuern, während sie den Werten des olympischen Geistes Tribut zollen. Ich erkläre die Paralympischen Sommerspiele hiermit für eröffnet. Jo, schön. Was haben wir denn hier? Netz, Volksrepublik China, Industriespionage in Gange. Wir bei denen oder die bei uns? Unsere wissenschaftliche Zelle hat ein Forschungszentrum durchsetzt. Gemäß der Informationstheorie sind wir also potenziell in der Lage, industrielle Geheimnisse zu erlangen, die, einer schnellen Projektion zufolge, den erstaunlichen Wert 4 auf der Angström-Skala erreichen, könnte man sagen. Zumindest ein großer Durchbruch. Es ist klar, um diese Virtualität zu objektivieren, müssen sich unsere Agenten nur auf dieses Ziel konzentrieren. Möchten Sie diese Operation durchführen lassen? Klar, also jetzt mal ganz ehrlich auch gesagt, China ist zwar im Aufwind, also vom Wirtschaftswachstum her, klar, die schwächeln auch wieder ein bisschen, aber wird ja, denke ich mal, in mittlerer Zukunft recht stark sein. Griechenland schwächelt, ich denke, da, warum soll man nicht bei denen auch mal spionieren? Ich meine, die Chinesen, die haben ja auch viel in anderen Ländern spioniert, ja. Holt raus an Informationen, was geht, mein Freund. So. Okay, der berühmte Satiriker Alexios Kanameos wendet sich gegen Gerüchte, er trete Pik. Okay. Schon von dem Gedanken allein wird mir übel. Okay. Ja, weiß ich nicht, da müssen wir irgendeiner zum Schweigen bringen. Hier macht er wieder seine Witzchen. Der hat leider keinen Dreck am Stecken. Was ist denn eigentlich noch mit dem Aufstand? Warum wird das nicht besser? Ich verstehe das nicht. Wir haben alles gemacht. Ist alles hier in unserer Hand. Wird aber nicht besser. Keine Ahnung. Thessaloniki möchte sich nicht befrieden lassen. Aber wir können ja nochmal im Geheimdienst reinschauen. Können wir denen denn nicht irgendwas anderes irgendwie andrehen? Ja, Persönlichkeit ermorden wäre, glaube ich, zu drastisch. Aber komischerweise ist er uns jetzt wieder freundlicher gegenüber gestimmt. Jetzt mag er uns auf einmal. Beurteilung dieser Person ihnen gegenüber. Jetzt mag er uns wieder. Und trotzdem macht er immer noch seine Witzchen uns gegenüber. Also ermorden lassen? Nee. Das ist nicht unser Niveau. Machen wir auch nicht. Dennoch ist es ein bisschen nervig, dass wir den nicht zum Schweigen bekommen. So, ansonsten tut sich jetzt hier gerade nicht viel. Es pendelt so um die 80% unserer Beliebtheit. Das ist insgesamt, wenn man mal überlegt, wo wir hergekommen sind, ein richtig guter Wert. Das ist hier noch die andere Affäre. Diese Woche keine Witzchen von ihm. Dann können wir auch mal, würde ich mal sagen, die Untersuchung einstellen. Untersuchung einstellen, so.
Ich denke mal, das langt dann auch. Ich meine, er ist uns jetzt ja wieder positiv gegenüber gestimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, mit dem zu reden, oder ob das einfach nur jetzt so eine Zwischenphase war und das immer mal wieder passiert, dass irgendeiner seine Witzchen macht. Keine Ahnung. So, die Dominikanische Republik möchte ein Treffen. Dann soll er mal kommen. So, hier werden wir von dem Präsidenten der Europäischen Kommission gelobt. Obwohl ja die EU ohne uns irgendwas immer abstimmt. Ne, haben wir ja. Ne, kommen wieder Witze. Haben wir ja in der letzten Folge, der vorletzten Folge gemerkt. Mit 20 Ideen in der Sekunde und 10 Dummheiten pro Tag wird LP wenigstens ins Buch der Rekorde kommen, anstatt in die Geschichtsbücher. Okay, ist auch ein interessanter Spruch. 20 Ideen die Sekunde und 10 Dummheiten pro Tag. Hat auch was. Okay. Nicht schlecht. Na gut, würde ich mal sagen, machen wir hier mal ein kleines Folgenende. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir dann hier demnächst ansetzen. Bei der Arbeit müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja. Geht halt immer weiter nach oben, die Arbeitslosenquote. Und ich weiß nicht warum. Ist jetzt wieder ein bisschen am Sinken, aber die Kurve, guckt euch mal die Kurve an, wo wir gestartet sind. Im Januar, im Februar ging es nach unten. Und seitdem wieder kontinuierlich nach oben. Weiß ich nicht, was wir noch tun können. Müssen wir uns mal noch ein paar Gedanken machen in der nächsten Folge. Bin ich noch ein bisschen ratlos. Wir versuchen alles, um die Arbeitslosenzahlen zu drücken. Wirtschaftswachstum passt. Ich wollte in der nächsten Folge auch nochmal nach einem Schuldenerlass verhandeln. Das können wir auch machen. Aber ich weiß nicht, wo wir noch ansetzen sollen, können, um das irgendwie geregelt zu bekommen mit den Arbeitslosenzahlen. Das ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel. Gucken wir mal nach, was wir da noch tun können. Na gut, hier machen wir erstmal ein Folgenende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben doch ein bisschen was erreicht. Ne? Wir haben ein bisschen was umgebaut auf dem Arbeitsmarkt. War eine gute Sache. Unsere Beliebtheit ist extrem nach oben gegangen. Das freut mich auch. 84%. Wenn man überlegt, wir waren im Februar, März bei um die 20, 25 und waren fast abgewählt. Können wir eigentlich stolz drauf sein. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.